durch die Nacht. Aber den Azteken war unsere Flucht nicht verborgen geblieben. Überall lauerten sie in ihren Einbäumen auf menschliche Beute. Sie ließen uns weit auf den Damm hinaus. Wir glaubten uns schon am rettenden Ufer. Doch dann fielen sie plötzlich über uns her. Wer jetzt nicht um sein Leben kämpfte, sondern sich an das Gold klammerte, war ein Tor. Das Gold ließen die Azteken im See versinken. Aber viele meiner Kameraden zogen sie wieder aus dem Wasser. Sie wollen ihn für ihre Götzen, deshalb brauchen sie ihn lebendig. Sie werden ihn schlachten. Möge Gott sich seiner Seele erbarmen. In den Ruinen des Templo Mayor fanden die Archäologen eine Wand mit Schädeln aus Stein. Symbol für die zahllosen Opfer, nach denen die Götter der Azteken verlangten. Bernal sah sogar tausende echter Menschenschädel, die auf langen Holzgestellen aufgereiht waren. Eine der seltenen aztekischen Bilderhandschriften bestätigt seinen Bericht. Bernal wurde sogar selber Augenzeuge der grausamen Opferung von Menschen. Wir sahen deutlich, wie sie auf einen großen Stein gelegt wurden, wie man ihnen mit Feuersteinmessern die Brust aufschlitzte, ihnen die noch zuckenden Herzen herausriss und sie den Götzen opferte. La cabeza era cercenada al cadáver y puesto en exhibición en las. Den Opfern wurden die Köpfe vom Rumpf abgetrennt und dann wurden sie vor dem Tempel ausgestellt. Besonders tapferen Kriegern zogen die Priester auch noch die Haut ab, um sie sich wie einen Mantel umzulegen. In dieser schrecklichen Verkleidung gingen die Aztekenpriester auf Jagd nach Opfern für die nächsten blutigen Zeremonien. Aber was geschah mit den Leibern der Geopferten? Sie wurden bei einem rituellen Mahl verspeist, an dem alle teilnehmen mussten. So wurden sie zu Mittätern. Das kollektive Verbrechen erstickte jede Opposition und stärkte den Zusammenhalt im Reich der Azteken. Menschenopfer gab es bei vielen Völkern, aber nur selten erreichten sie ein solches Ausmaß wie im alten Mexiko. Die Opfer dienten nicht nur dem Kult, sie waren auch ein Instrument des Terrors gegen Untertanen und Nachbarvölker. Der Massenmord war das blutige Menetekel einer zum Untergang bestimmten Kultur. Grausige Funde bestätigen heute, was man lange nur für Gräuelpropaganda der Spanier hielt. In Mexico City stießen Bauarbeiter in 6 Metern Tiefe auf 7 Gräber aus der Zeit der Azteken. Vor der Bergung dokumentieren die Archäologen sorgfältig die Fundsituation. Neben Grabbeigaben fanden sich auch menschliche Knochen, darunter die Skelette von 2 Kindern. Schon auf den ersten Blick war zu sehen, dass es sich um Kinder im Alter von 8 bis 10 Jahren handelte. Diese Opfer haben uns sehr berührt. In einem der Körper fanden wir Pfeilspitzen. Hier zum Beispiel sind deutlich 3 Spitzen aus Obsidian zu sehen, die dem Kind in den Ellenbogen gebohrt wurden. Und dann fanden wir auch noch dieses Messer, das dem Kind durch Mund- und Speiseröhre bis in den Magen gestoßen wurde. Die Archäologen datieren die Gräber auf die Jahre um 1450. Damals wurde Mexiko von einer Dürreperiode heimgesucht. Für die Azteken eine Strafe der Götter,
die mit einem besonderen Opferritual gesühnt werden musste. Es galt als gutes Omen, wenn die Kinder, die geopfert werden sollten, vor ihrem Tod weinten. Deswegen wurden ihnen Arme und Beine verrenkt. Wir müssen annehmen, dass sie gefoltert wurden, damit sie weinten. Auf magische Weise sollten die Tränen der Kinder den sehnlichst erwarteten Regen herbeirufen. Für die Gunst der Götter zahlten die Azteken mit dem Kostbarsten, was sie hatten, mit Menschenleben. Sie glaubten an die Notwendigkeit der regelmäßigen Opfer für ihr Überleben und für den Bestand ihres Reiches. Viele Stunden dauerte der Todesmarsch über die Dammstraßen. Jeden Schritt mussten wir uns mühsam freikämpfen. An den Breschen im Damm waren wir besonders angreifbar. Cortés focht an der Spitze und feuerte uns an. Mit seinem Einfall, aus Balken Behelfsbrücken zu bauen, rettete Cortés unser Leben. Dennoch, viele meiner Kameraden blieben auf dem Damm zurück. Sie hatten sich zu schwer mit Gold beladen. Die Goldgier brachte ihnen den Tod. Bei der Flucht aus Tenochtitlan verlor die Hälfte der Spanier ihr Leben. 80 Männer wurden von den Azteken gefangen und geopfert. Die Toten der verbündeten Indianer und der Azteken hat niemand gezählt. In die Geschichte ist diese lange Nacht als Noche Triste, als die traurige Nacht, eingegangen. Am nächsten Morgen dankten wir dem Allmächtigen für unsere Errettung. Wir waren alle verwundet. Aber viel schlimmer war der Verlust so vieler tapferer Männer. Wenn ich ihre Namen aufzählen müsste, würde ich damit nicht so bald fertig. Bernal. Lass das schreiben. Wir müssen diese traurige Nacht vergessen. Niemand darf jemals davon erfahren. Seine Niederlage hätte Cortés gerne ungeschehen gemacht. Kaum aber war die traurige Nacht vergangen, fasste Cortés den Entschluss, Tenochtitlan erneut anzugreifen. Er musste die Azteken niederwerfen. Ohne Erfolg konnte er dem König nicht unter die Augen treten. Damit der König ihm seinen Ungehorsam verzieh, musste Cortés ihm ein großes Geschenk machen. Er beschloss, Karl V. das Reich der Azteken zu Füßen zu legen. Dazu musste er es aber erst einmal endgültig erobern. Wäre er mit leeren Händen nach Spanien zurückgekehrt, hätte man ihn als Verräter und Rebell gehängt. Ein Jahr später, am 13. August 1521, fiel Tenochtitlan in die Hand der Spanier. An ihrer Seite kämpften 8000 Tlaxcalteken. Sie richteten unter den ihnen verhassten Azteken ein fürchterliches Blutbad an. Nie mehr sollten in den Tempeln Menschen geopfert werden. Deshalb ließ Cortés sie zerstören. Cortés sah sich als Gottesgeneral und fühlte sich dazu berufen, Krieg gegen die Götzen der Azteken zu führen. Es stürzten aber nicht nur Götzenbilder. Das Tragische ist, dass die Konquistadoren alles Indianische zerstörten. Denn die Spanier hielten nicht nur die Religion der Indianer für Teufelswerk, sondern die ganze Kultur. Deshalb löschten sie gleich alles aus. Sie zerstörten sämtliche indianischen Bildnisse und Statuen. Sie töteten die gesamte Elite. Alle Priester, Adligen und Schreiber brachten sie um.
Sie verbrannten die alten Schriften, zerstörten die Bilder und Idole. Sie enthaupteten buchstäblich diese Zivilisation. Die Kultur der Azteken wurde ausgelöscht, zumindest verschwand sie aus dem Blick. Ein indianisches Gedicht beklagt: Weint, meine Freunde, weint. Das Reich der Azteken ist verloren. Wir haben Blutvergießen und Schmerz gesehen. Wir liegen in Trümmern. Nur Kummer und Leiden bleiben in Mexiko, wo es einst Schönheit und Mut gab. Als Neuspanien wird nicht nur Mexiko-Kolonie. Stück für Stück wird der amerikanische Kontinent von Europa in Besitz genommen. Damit beginnt eine neue Epoche der Weltgeschichte, das Zeitalter des Kolonialismus. Den spanischen Eroberern folgten katholische Missionare. Mit ihnen begann die geistige Conquista. Die Indianer wurden getauft und auf die Plantagen ihrer neuen Herren geschickt. Die katholischen Missionare waren aber auch die ersten, die den Indianern Menschenrechte zugestanden. Jahre lang blieb Mexiko im Besitz Spaniens. Aus den europäischen Siedlern und den Einheimischen ging das Volk der Mexikaner hervor. Zugleich floss ein unendlicher Strom von Gold und Silber aus Lateinamerika nach Europa. Leider wurde fast der ganze Reichtum in Kriege investiert. Karl V. führte ja sein Leben lang Kriege in Europa. Einen großen Teil des mexikanischen Goldes verschwendete er auch für die Einfuhr teurer Luxusgüter. So blieb das Gold nicht lange in Spanien. Es brachte dem Land nichts Gutes, nur Inflation. Alle Preise stiegen ins Unermessliche. Spanien ist durch seine amerikanischen Kolonien nicht reich geworden. Im Gegenteil, es ist durch sie verarmt. Die wahren Schätze der neuen Welt entdeckte Europa erst später für sich. Kartoffeln, Mais und die Tomate, aztekisch Tomatel. Durch die Conquista wurde Spanien zur ersten transatlantischen Großmacht, zum ersten Reich, in dem die Sonne nie unterging. Mit den Kolonialmächten eroberten europäische Werte und der christliche Glaube die Welt. Nach dem 30. Juni 1520 war nichts mehr wie zuvor. Der spanische König adelte Hernán Cortés zum Marqués del Valle. Nicht ein Held und auch kein Ritter, nur ein Räuberhauptmann war er, schrieb hingegen Heinrich Heine über ihn. Malinche ließ sich taufen. Sie gebar Cortés einen Sohn. Er gilt als erster Mexikaner. Montezuma wurde zum Symbol für den Untergang der so glanzvollen wie finsteren Welt der Azteken.